Alingasana, die Trommelstellung, ist ein etwas exotisches im Hatha-Yoga. Felix zeigt, wie es geht. Im Sri Tattva Nidhi wird es schon wie folgt beschrieben. Stehe etwas vor der Wand und dann wieder und wieder berühre den Brustkorb gegen die Wand. Also, du übst eine Trommel gegen die Wand. Das ist eine gewisse Körperbeherrschungsübung, eine Übung, die auch bestimmte Rückenmuskeln stärkt und auch hilft, bestimmte Blockaden zu beseitigen. Gerade Sri Tattva Nidhi ist so ein Buch, wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert, wo viele dynamische Übungen beschrieben werden. Bei Yoga Vidya machen wir außer Sonnengruß und Aufwärmübungen eher die statischen Asanas, wie sie in der Hatha Yoga Pradipika, Goraksha, Shataka, der Shiva Samhita und Geranda Samhita beschrieben werden. Aber es gibt eben auch Schriften aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, die mehr dynamische Übungen beschreiben. Und Alingasana, die Trommelstellung, gehört zu diesen etwas dynamischeren Übungen, die man in einer Hatha-Yoga-Session einbauen kann.